bin heute in die Katakomben runtergegangen zum Hula-Club. Dort wird Hula-Musik gespielt. Und zwar nicht nur, aber da unterhalten wir uns später drüber. Auf jeden Fall möchte ich ganz herzlich begrüßen die Esther Soland und der Heinz Haag. Hallo. Esti, hallo, schön, dass wir uns unterhalten über den Hula-Club. Mal generell die Frage, wie kommst du als Zürcherin nach Basel in den Hula-Club? Wie ist das möglich? Tja, wie kommt man auch als Zürcherin da hin? Immer wegen der Liebe. Es kann doch die Liebe sein, hä? Kann es nur sein. Das kann es nicht sein. Aber gut, schließlich nach Basel kommst du eigentlich, aber in den Hula-Club gekommen? Wie ist denn das passiert? Also das bin ich 1995 durch meine Freundin. Weil er hat da unten geschafft und das hat mich mal gefreut. Und seitdem bin ich da. Du bist einmal da reingekommen, es hat dir gefallen und dann ist das eigentlich okay gewesen für dich. Und was ist da deine Aufgabe? Spielst du auch Instrument? Hula-Gitarre, nicht so? Was ist dein Job da unten? Also der Job ist einfach, was es anbelangt, mal notfallmässig hinter der Bar. Das habe ich ja früher lang gemacht. Und dann hat es immer Administratives, Homepage. Homepage haben wir auch? Ja, haben wir auch. Sehr schön. Und die tust du pflegen? Die tue ich pflegen, ja. Servieren im Jahr, wenn du hinter der Theke bist auch und servieren. Und so weiter. Das macht Spass? Ja, es macht Spass, wirklich. Es ist immer ganz lustig. Auch viele Musiker, die anfragen. Mhm. Oder mehr fragen und dann können wir es selber spielen. Aber das würde mich interessieren. Wie kommt ihr zu diesen Musikern? Ich meine, über eine Agentur oder wie kommt ihr zu euch? Es ist auch Mund zu Mund Propaganda. Mittlerweile ist der Hula-Club schon recht bekannt, weil wir auch schon viele Gastmusiker haben. Oder dann höre ich mal jemanden und dann fragt man sie und dann sagen die ja oder nein. Bis jetzt haben sie mir gut gesagt. Du sagst, ihr seid bekannt, aber wenn man bei euch an der Glocke draussen schaut, wo man rein will, ist also ganz, ganz minimal geschrieben. Du musst also genau wissen, wo das du hin musst, weil das ist ein bisschen... Wir sind nicht öffentlich. Ach so, ist nicht öffentlich? Nein, wir bestehen nur aus den Mitgliedern. Aha. Und wie viele Mitglieder sind da? Circa haben wir etwa 150. Aber die haben nicht alle Platz unten? Nein, nicht wirklich alle. Es gibt noch 60 Mast. Machen wir auch GV? Nein, das machen wir nicht, aber den Jahresbericht machen wir. Und dann machst du wieder und verschickst den? Und ja, so genau. Ja, erste tanzen tust du ja nicht im Jahr, oder? Das überlasse ich den anderen. Überlasse den anderen und dem Alter sind wir draußen eigentlich, ja, genau. Somit würde ich sagen, wünsche ich dir noch recht viel Spass zu deinem Job da. Das ist ja eine freiwillige Sache, oder, das im Jahr? Ist, ja. Also das braucht natürlich schon eine gewisse Power und ein bisschen... Schon ja, ein bisschen aufrechterhalten sowieso. Ja, genau. Gut, herzlichen Dank. Ich danke. Und jetzt haben wir mal schauen, was der Heinz mir erzählt. Jawohl, viel Spaß. Dankeschön. So, wir sind vorher bei der Esther Soland gesehen, jetzt sind wir beim Heinz. Ja, Heinz Haag. Ja. Wer bist du eigentlich, Heinz? Stell dir mal kurz vor, bist du Kurator, wo bist du in die Schule gegangen und so weiter? Bist du eigentlich auch Zürcher? Nein. Woher bist denn du? Ich komme aus dem grossen Kanton. Ich bin in Weil am Rhein in die Schule gegangen. Jetzt machst du ja mit der Esther Soland der Hula-Club hier, genau. Der Speerstrasse 57, hat auch das mal 97 bei der schon. 97, Entschuldigung, ja, Speerstrasse 97. Das ist schon wichtig. Und seit wann machst du das mit der Esther zusammen? Seit 2004. Das ist aber nicht das Gründungsjahr von diesem Hula-Club, nein, oder? Nein, das ist 97 ist der Club hier gegründet worden. Von der ehemaligen Hula H1, die war ja sehr berühmt früher, ne? Ja. Und die haben, wo sie die aktive Laufbahn, also Auftritte öffentlich bei großen Festivals oder Firmenanlässen, haben die dort gespielt. Und dann, wo sie das aufgehört haben, haben sie gesagt, wir wollen nicht ganz aufhören, wir wollen für unsere Fans, die uns noch eigentlich würden vermissen, ne, haben sie gesagt, machen wir einen Club-Keller, ja. Und dann spielen wir. Aber das hat mit dir nichts zu tun gehabt, oder? Bist du da schon nicht gewusst von denen, nein, oder? Da war ich noch ein unbeschriebenes Blatt. Ja, und wie bist du zu denen gekommen? Ich habe die schon mal ganz früher, in den Ende der 60er Jahre, ich die schon mal gehört, in Weil am Rhein, am Galaabend. Aha. Und ich habe gewusst, dass die geht und habe natürlich Autogramm geholt. Das ist klar und das war für mich schon mal ein Highlight damals. Ja, Logo, ja. Und die haben einfach gesagt, da verweilt, dann haben wir mir so. War ich eigentlich nur Gast. Das heisst, mit einigen Ausnahmen. Ich habe damals schon, als ich gemerkt habe, ich
kommt da gut an, weil ich eine Hawaii-Gitarre gespielt habe. Ne? Habe ich mich da angestrengt und durfte ab und zu mal da ein Gastspiel geben, so einen kleinen Rahmen. Dann ist später, eben vor 10 Jahren, ist dann der Hawaii-Gitarrist und der Bassist gestorben. Und dann haben sie wollen aufhören. Und dann haben sie ja den Club dann da wollen aufgeben. Und da war dann Esther schon da. Wir übernehmen das. Das geht nicht, dass der Club stirbt. Ne? Ja. Gibt es eigentlich heute noch Leute von den Hula Hawaiians, die da mitmachen? Es gibt noch zwei, und das sind Brüder, die spielen so als Gastmusiker spielen die mit. Die eigentlich die Gründer sind, spielen heute als Gastmusiker. Ja, weil wir als Hawaiian Memories. Da würde ich sagen, wir hören mal kurz rein. Was reizt dich eigentlich an dieser Hula-Musik? Das ist ja immer eigentlich das Gleiche. Das ist Hula-Musik. Der Hula ist der Tanz auf Hawaii. Okay, gut. Wir machen Hawaii-Musik. Wie kommt ihr zu den Musikern? Ich meine, es spielen sehr viel, eigentlich mehr oder weniger bekannte Gruppierungen spielen hier. Jung war, ich kann mich gut erinnern. Es hat einen Grundstock von den Hula Hawaiians da unten da tätig waren. Ne? Die haben schon ein paar Künstler da unten gehabt, die da auftreten sind. Okay. Und so ist eins nach dem anderen durch Mundpropaganda sind da immer mehr Gastmusiker zu uns gekommen. Vier Sommertrampen, könnt ihr mal Lampen geben? Gibt es Lampen mal zwischen ihnen da? Nein. Wie nicht, dass ich wüsste. Solange ich da runterkomme, da kommt ein anständiges Publikum da runter. Du hast mir gesagt, es gibt in letzter Zeit sehr viel junges Publikum. Ja, das freut uns besonders. Das glaube ich, ja. Was macht das aus? Bei der Übernahme vom Club, da war noch, kann man sagen, 70% oder 80% waren schon Mitglieder. Oder auch erstmal schon zu den Hula Hawaiians da runtergekommen sind. Ja. Und die sind halt schon alle immer schon. Ja, sie sind mit den Hula Hawaiians alt geworden, oder? Das ist ganz klar. Ja. Semester schon gehabt. Was mich gewundert ist, dass die mit ihrer Musik klarkommen. Denn wenn man die heutige Musik anschaut, die Jungen hören, ist eigentlich für Leute in unseren jungen Jahren nicht mehr gerade geeignet, oder? Aber dass sie das machen, freut mich eigentlich. Eben weil wir auch Musik haben, die die anspricht. Ja. Heinz, ich würde mal so sagen, ich wünsche dir und der Esti, ihr zwei, die den Laden in Schwung bringen, weiterhin großen Erfolg. Danke. Ja. Mit der Jugend, denn die kommt, die Alten gehen, das ist ganz klar. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Dass du Zeit genommen hast. Gern geschehen. Ich wünsche euch noch ganz recht viel Erfolg und tolle Öben, tolle Ambiente. Euch, liebe Zuschauer, sage ich Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und solltet ihr Spass am Kanal haben, dann wäre es nett, wenn ihr euch würdet abonnieren würdet. Unten zu Kästchen, da heisst abonnieren, das wäre toll. Und sonst bis zum nächsten Mal, bis wir wieder irgendjemand vor der Kamera haben. Heiz, Dankeschön. Bitteschön.